Ja, für unser System mit der, für unser Problem mit der Fahrerkabine oder dem gefederten Fahrrad haben wir jetzt eine mathematische Modellierung durchgeführt und wir haben erkannt, dass wir das ganze Problem lösen, nämlich wie verhält sich der Fahrer, während er über eine Holperstrecke fährt, wenn wir ein System von gewöhnlichen Differentialgleichungen lösen, dann können wir auch unser Gesamtproblem lösen. Okay, ich habe schon bemerkt, eine echte symbolische Lösung für diese Probleme gibt es nicht. Dafür ist das Problem zu kompliziert und deshalb müssen wir eine numerische Lösung uns ausdenken. Das heißt eine approximative Lösung. Und ich habe Ihnen heute in der, ich glaube im Video über die gewöhnlichen Differentialgleichungen schon mal gezeigt, wie man geometrisch motivieren kann, dass man Differentialgleichungen, gewöhnliche Differentialgleichungen auch zeichnerisch lösen kann, nämlich mit Hilfe des Euler-Verfahrens. Und das gilt nicht nur für eindimensionale Gleichungen, sondern das gilt tatsächlich auch für Systeme von Differentialgleichungen. Und das wollen wir hier tatsächlich tun. Wir wollen uns überlegen, wie man ein System von Differentialgleichungen, wie wir es hier vorliegen haben mit unserem Dreifedersystem, wie man das tatsächlich lösen kann, numerisch lösen kann, das heißt mit Hilfe eines Computers lösen kann. Okay, und bei lösen meine ich immer approximativ lösen. Wir werden später genau definieren, was das wirklich heißt. Okay, wir schauen uns an. Ups, das war jetzt nicht so clever. Na, jetzt habe ich auch noch das Falsche erwischt. Entschuldigung. Ja, einen Moment, habe ich gerne. So. Ja, ich dachte erst, dieses Blatt wäre leer, aber es ist einfach nur ein bisschen nach unten geschoben. Okay, also was wollen wir? Wir wollen ein System von gewöhnlichen Differentialgleichungen lösen. Und zwar wollen wir es lösen mit dem Euler-Verfahren, also mit dem Verfahren, das wir heute Morgen schon ein bisschen kennengelernt haben. Okay, zunächst mal Erinnerung, was ist ein System von gewöhnlichen Differentialgleichungen? Wir suchen eine Funktion y von AB. Diesmal nicht nach r, sondern in den r hoch n. Das heißt, wir suchen eigentlich n-Funktionen, y1 bis yn. Das haben Sie gerade hier vorne. Ups, da vorne, da, ja. Also wir suchen die Funktion y, die geht von einem Intervall AB. Das heißt, wir wollen zum Beispiel im Intervall, für die Zeit im Intervall AB beschreiben, wie sich unser System verhält in den r hoch n. Naja, und diesem r hoch n, da stehen jetzt drin die ganzen Auslenkungen unserer Federn, die Geschwindigkeiten der Auslenkungen und so weiter, alles, was wir heute Morgen besprochen haben. Okay, gut. Das heißt, wir haben sechs Funktionen, das heißt, für uns ist immer n gleich 6. Wir haben y von t gleich y1 bis yn und das sind genau eben diese dreimal Auslenkung, dreimal Geschwindigkeit. Wir haben ein Differentialgleichungssystem. Das heißt also, alles ist von der Form, naja, also wir haben für jede einzelne von diesen Funktionen haben wir eine gewöhnliche Differentialgleichung. Insgesamt schreibe ich das gern zusammen als y' von t gleich f von t und y von t. Was ist da mal gemeint mit dem y'? Naja, das y ist eigentlich y1 bis yn. Dann meine ich mit y' halt y1' bis yn' von t. Okay, das y' ist also auch eine Funktion. Das t kommt aus dem Intervall AB und das Ganze geht in den r hoch n. Klar. Dann, ich möchte, dass das gleich f von t und y von t ist. Und naja, dann muss natürlich, ups. Dann muss natürlich das t hier auch wieder kommen aus dem Intervall AB. Das y von t ist ein Vektor aus dem r hoch n. Das heißt also, das f muss eine Funktion sein, die geht vom Intervall AB kreuz r hoch n in den r hoch n, denn das y' von t hier auch vorne liegt auch wieder im r hoch n. Okay, und das heißt also, das ist eine Funktion in den R hoch n, besteht also wieder aus n Einzelfunktionen und die nennen wir halt f1 von t und y von t, f2 von t und y von t und so weiter. Das heißt also, die erste Gleichung und die erste Funktion, das y' von t, y1' von t, erfüllt zum Beispiel dann eben die Gleichung y1' von t gleich f1 von t und y von t.
Okay, gut. Dann haben wir heute Morgen schon immer Anfangswertaufgaben betrachtet. Das heißt also, wir nehmen an, dass wir zum Zeitpunkt t gleich a die Lösung der Funktion, den Wert der Funktion kennen. Das heißt, wir wissen, y von a ist y0. y0 jetzt natürlich ein Wert aus dem r hoch n. Und das y0 kennen wir und da stehen unsere Anfangsbedingungen drin. Das heißt, wir wissen, wie schnell das, welche Geschwindigkeiten und welche Auslenkungen das System am Anfang hat, wenn wir mit dem Ganzen anfangen. Was ist jetzt die Idee des Euler-Verfahrens? Naja, also hier schauen Sie schon mal hier vorne rein. Hier vorne haben wir so ein Intervall von a bis b und wir kennen den Wert der Funktion y hier vorne am linken Rand. Das heißt, was wir wollen ist, wir wollen eigentlich ja, die Funktion nach rechts fortsetzen und dabei wollen wir unsere Differentialgleichung benutzen. Okay, das ist also die Idee. Nehmen wir mal an, zu irgendeinem Zeitpunkt kennen wir, zumindest approximativ, das y von t. Ja, am Anfang ist das mit Sicherheit richtig. Hier vorne an dieser Stelle, das y von a, kenne ich ja tatsächlich, das ist vorgegeben durch die Aufgabe, ist nämlich y von a gleich y0. Wir versuchen mal, diesen Wert so ein bisschen nach rechts, an dieser Stelle das y ein bisschen nach rechts fortzusetzen. Das heißt, wir wollen approximieren das y von t plus dt für irgendein kleines dt. Wenn ich mir das hier vorne angucke, dieses y von t plus dt, dann fällt mir schon sofort als erste die Taylor-Entwicklung ein. Und das können wir ruhig mal tun. Und das y hier ist eine vektorielle Funktion, das besteht aus y1 bis yn. Wir schauen uns mal nur die erste Komponente an. Das ist das y1 von t plus dt. Das schreiben wir hier vorne hin. Und das schreiben wir als mit Taylor als y1 von t plus y1' von t mal dt plus, und dann steht da so ein dt² halbe mal die zweite Ableitung und so weiter. Wir machen es uns ganz einfach und wir brechen diese Entwicklung hier vorne sofort nach dem zweiten Glied ab. Das heißt, wir schreiben hier vorne nur die ersten beiden Glieder hin. Und die weiteren Glieder, die da hinten kommen, naja, die lassen wir jetzt erstmal alle weg. Dadurch machen wir sicherlich einen Fehler, aber Sie kennen aus der Analysis 1, das sind Teile, die man sehr, sehr gut abschätzen kann. Ja, also diese Restglieder da hinten, da gibt es alle möglichen Abschätzungen dafür. Restgliederabschätzungen, was gibt es da? Schlömisches Restglied fällt mir immer ein. Das heißt also, wir machen hier natürlich einen Fehler, wenn wir hier vorne was weglassen, aber die Größenordnung des Fehlers, den wir machen, die können wir sehr, sehr gut kontrollieren. Okay, gut. Das heißt, meine Idee ist, ich approximiere das y1 von t plus dt durch y1 von t plus y1' von t mal dt. Kann ich das y1' von t denn überhaupt ausrechnen? Ja, das kann ich, denn ich habe ja gesagt, das y von t soll bekannt sein. Das y1 erfüllt die Differentialgleichung. Das heißt, dieses y1' von t hier vorne ist nichts anderes als das f1 von t und y von t, weil es die Differentialgleichung erfüllt. Ja, und damit ist das, was hier steht, tatsächlich ausrechenbar. Ja, y von t kenne ich. Ich brauche nur in das f1 hier vorne einzusetzen und dann kenne ich hier vorne die Ableitung. Ja, und dann kann ich das tatsächlich ein Stückchen nach rechts fortsetzen. Okay, das heißt also, die Konsequenz ist am Ende, dass y von t plus dt ist so ungefähr in der Größenordnung von y von t plus f von t, y von t mal dt. Dabei mache ich mit Sicherheit einen Fehler. Aber diesen Fehler kann ich wunderbar kontrollieren, einfach indem ich hier oben die Restglieder ausrechnen würde. Okay, also, wenn wir jetzt von Approximationen reden, dann können wir sagen, das hier, das y von t plus f von t und y von t mal dt, ist eine relativ gute Approximation für, da habe ich unten 1 vergessen, ja, also den mache ich mal gerade eben dahin, plus f1 von t, y von t mal dt. Ist eine relativ gute Approximation für das y1 von t plus dt. Und noch mehr als das, ich kann auch genau sagen, wie gut diese Approximation ist. Okay, gut, das mache ich natürlich jetzt nicht nur für das y1, ja, das habe ich auch vorne vergessen, das mache ich natürlich nicht nur für das y1, ups, ich habe die da oben nach oben verbannt vorhin, ja, da habe ich es jetzt noch falsch gemacht. Also muss ich die jetzt auch hier oben dran machen. F1 und auch das hier vorne ist natürlich ein F1 oben. Und hier vorne sieht das Ganze so aus. Okay, das mache ich jetzt nicht natürlich nicht nur in der ersten Komponente, sondern mache ich in allen Komponenten.
Okay, das heißt also, ich kriege tatsächlich Approximationen dafür, wie die Funktion rechts von dem Punkt aussieht, wo ich tatsächlich den Funktionswert bereits kenne. Okay, jetzt haben wir folgende einfache Idee und das haben wir heute Morgen schon mal gemacht, als wir uns die eindimensionalen Differentialgleichungen angeguckt haben. Wir wollen das Ganze, die Funktion bestimmen oder wir wollen die Funktion approximieren auf dem gesamten Intervall von a bis b. Okay, auf einmal wird das wahrscheinlich schwierig. Das heißt also, ich unterteile zunächst mal diese Strecke zwischen a und b in groß n kleine Intervalle, ja, groß n kleine Abschnitte. Und die Enden dieser jeweiligen Intervalle, die nenne ich tk. Das heißt also hier vorne, ich mache das mal hier jetzt für n gleich, wie viel sind da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das erste hier vorne, das nenne ich t0. Das ist natürlich das a, da wo wir anfangen. T1, T2, T3, T4, T5 und hier vorne T6. Und das ist in dem Fall gerade das B. Okay, und unsere Idee ist jetzt, wir fangen hier vorne an. Da kennen wir tatsächlich den Anfangswert. Wir setzen ein kleines Stückchen nach rechts fort, bekommen dafür eine Approximation für den Wert der Funktion an diesem Punkt hier vorne. Dann machen wir dasselbe einfach nochmal. Jetzt haben wir eine Approximation für den Wert an diesem Punkt. Dann können wir auch nochmal fortsetzen mit der Formel, die wir gerade hergeleitet haben, können hier vorne eine Approximation an der Stelle T2 uns generieren, eine an der T3, T4, T5, bis wir am Ende hinten tatsächlich bei B ankommen. Auf diese Weise bekommen wir Approximationen für unsere Funktion an den Stellen T0, T1, T2 und bis Tn. Okay, gut. Wie sieht das konkret aus? Naja, also gucken wir uns an, das y an der Stelle t1, und jetzt meine ich wirklich den ganzen Vektor, ja, der Einfachheit halber. Das y von t1 ist also nichts anderes als das y von t0 plus, naja, Länge dieses Intervalls, und wir haben uns gerade schon überlegt, die Länge dieses Intervalls ist b minus a durch n, und das nenne ich dt. Okay, das heißt also, das y von t0 plus dt, und nach dem, was wir gerade ausgerechnet haben, ist das hier nichts anderes als approximativ, eine gute Näherung für das y von t0 plus dt ist gerade das y von t0 plus dt mal f von t0 und y von t0, und das ist gleich, das nennen wir y1. Okay, t0 war a, ja, und das heißt, hier steht ein y von a, das kennen wir, das ist vorgegeben durch die Anfangswerte. Hier steht dann nochmal ein a und hier steht nochmal ein y von t0. Naja, das ist eben, oh, das ist nicht, das ist y von a und das ist das y0, das ist einfach das, was vorgegeben wurde. Okay, das heißt, das y1, das wir auf diese Weise ausrechnen, ist eine Näherung für den Wert unserer Funktion an der Stelle t1. Okay, gut, also y von t1 liegt so ungefähr in der Größenordnung von y1. Und wenn Sie sagen, naja, aber das hat doch einen Fehler. Ja, es hat einen Fehler. Aber dieser Fehler ist kontrollierbar. Ich kann die Größenordnung dieses Fehlers angeben. Und natürlich hat man schon jetzt das Gefühl, okay, das wird auch von dem Groß N abhängen. Je größer ich dieses Groß N mache, das heißt, je kleiner dieses Intervall ist, umso kleiner wird mein Fehler werden. Okay, gut. Das heißt also, wir haben jetzt eine Näherung an der Stelle T1. Jetzt, wie bekommen wir hier vorne unsere Näherung an der Stelle T2? Naja, wir schreiben das y von T2 als y von T1 plus dt. Wir approximieren das wieder, genau wie gerade, sage ich jetzt gar nichts mehr zu, durch y von t1 plus dt mal f von t1 und y von t1. Jetzt haben wir ein Problem, denn das y von t1 kennen wir ja überhaupt nicht. Ja? Aber wir kennen eine Näherung dafür, nämlich wir kennen die Näherung y1. Und da machen wir hier nochmal einen Fehler und setzen statt des y von t1, setzen wir hier einfach diese Näherung y1 ein, die wir vorhin ausgerechnet haben. Wenn wir das machen, bekommen wir hier tatsächlich ein y2, ja, und das können wir jetzt fortsetzen für y3 und so weiter. Sie fragen sich wahrscheinlich mit Fug und Recht, ob das Ganze denn überhaupt funktioniert. Also jetzt haben wir hier zum Beispiel zur Berechnung von y von t2, haben wir hier vorne einmal die Taylor-Reihe einfach abgebrochen nach dem zweiten Glied. Ja, also da könnten wir einen großen Fehler machen. Und anschließend haben wir, naja, unsere eigentliche Formel, die wir haben, die haben wir auch noch nicht mal richtig implementiert. Denn eigentlich steht hier vorne ja so ein y von t1. Und das ersetzen wir hier einfach wieder durch unsere Approximation. Und die Frage ist, die ganzen Fehler, die da auftauchen, werden die nicht so groß, dass am Ende alles riesig wird und das Ganze überhaupt explodiert und einfach überhaupt nichts mehr tut. Die Antwort ist überraschenderweise, das funktioniert.
Und wir werden das auch tatsächlich nachweisen, dass es funktioniert. Nicht jetzt hier am Anfang, sondern im Verlauf der Vorlesung, wenn das drankommt. Das hier soll Sie jetzt nur erstmal motivieren. Und ja, hier unten habe ich nochmal aufgeschrieben, wie man es für den Kartenschritt macht. Und wir werden es jetzt hier nicht beweisen, dass es vernünftig ist, sondern wir werden es einfach mal ausprobieren. Das heißt, ich werde das im Jupyter einfach mal eingeben und werden mir anschauen, ob das tatsächlich vernünftige Lösungen liefert.